Flachländer. Ich bin der Atem des Winters, der kalte Wind des Krieges. Sie geben mich in die Schlacht und sterben.
Erde mit Flachländerblut tränken. Noch nie mit ansehen, wie er einen Drachen erschlagt. Ich muss sagen, es war aufregend, es mal aus der Nähe zu sehen. Das schreit doch geradezu nach einem neuen Titel. Was hieltet ihr von Drachentöterin Harding? Ein protziger Titel läuft den Aufgaben einer Späherin zuwider. Es geht doch darum, dass mich niemand kommen sieht. Inquisitor Emeridan wäre stolz darauf, dass ihr zu Ende gebracht hat, was er begonnen hat. Es ist schon komisch. Die Geschichte hat so vieles von ihm vergessen. Niemand wusste, dass er mit seinem Tod alle gerettet hat. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Ihr wart doch überhaupt nicht in der Festung. Woher wisst ihr das von Emeridan? Ich bin eine Späherin. Schon vergessen? Wer denkt, ihr schreibt die ganzen Nachrichten, die Liliana liest? Es gibt Dinge, die die Leute nicht verstehen würden. Dinge, von denen niemand außerhalb der Inquisition jemals wissen wird. Versteht mich nicht falsch. Einige dieser Geheimnisse sind notwendig. Es ist nur, jedes Mal, wenn ihr für jemanden mehr als nur eine Person seid, seid ihr für ihn gleichzeitig auch weniger als eine Person. Die Leute sehen nicht, dass es eine normale, sterbliche Frau war, die die Avar bekämpft und diesen Drachen getötet hat. Und sie wissen definitiv nichts von eurer merkwürdigen Fixiertheit auf Elfenwurzeln. Meine Gefühle für Elfenwurzeln sind streng geheim, Späherin Harding. Ich werde euer Geheimnis mit auf den Scheiterhaufen nehmen. Und nebenbei bemerkt, gute Arbeit, Lavernen. Naja, wie auch immer. Ich bin im Lager, falls ihr hier noch irgendetwas zu Ende bringen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der Himmelsfeste.